Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Spiel, das ich mir heute auf das Gamepad streiche, das ich mir auf die Tastatur reiben werde und vor allen Dingen auf die Augäpfel zwicke. Beholder, ein Spiel, in dem man beobachten darf. Man beobachtet seine Nachbarn, seine Freunde, seine Kollegen. Man guckt im Grunde Twitch. Nur, dass die Leute nicht wissen, dass sie Twitcher sind. Und dann muss man das seinem totalitären Diktatorstaat übergeben, diese Informationen. Und das ist so mehr oder weniger das Grundsetting des Spiels. Ich finde es ist sehr interessant. Hier gucken wir auch direkt ins Titelbild. Da seht ihr dann auch ein bisschen was von dem, was ich schon gerade erzählt habe und worum es im Spiel geht. Ich glaube, die Frage ist am Ende eine moralische. Werden wir das, was wir sehen, melden oder nicht? Und falls wir es nicht melden, ob man uns dafür belangen kann? Und ich sehe gerade, ich traue mich gar nicht drauf zu klicken. Ich nehme an, dann gibt es den zweiten Teil oder so. Oder ich komme auf die Shop-Seite des zweiten Teils. Ich wusste gar nicht, dass ein zweiter Teil existiert, aber der erste macht mich auf jeden Fall schon mal, macht mich heiß. Also da habe ich Bock. Das finde ich ganz gut. Sprache ist auf Deutsch. Übernehmen Sie und dann starten wir einfach mal. Viel Spaß mit dem, was jetzt kommt. Oh, ich sehe schon, da kommt erstmal ein Schwierigkeitsgrad. Regierungselite oder im Training? Erlebe die Originalatmosphäre des Spiels mit schwierigen Entscheidungen und Herausforderungen. Auftauphase im Start reduziert die Kosten und erhöht das Einkommen. Es ist, ich meine, die Originalatmosphäre, komm. Aber wir wissen alle, ich werde sterben. Seien wir doch mal ehrlich. So. Haben wir Ton? Haben wir nicht, ne? Okay, hier nicht. Sehr geehrter Herr Stein, mit Freuden teilen wir Ihnen mit, dass Sie zum Hausmeister eines Klasse D-Wohnkomplexes in der Kruschwitzstraße 6 ernannt wurden. Sie müssen sich sofort dorthin begeben und mit der Arbeit beginnen. Wir haben Ihnen und Ihrer Familie eine Wohnung im Kellergeschoss zugeteilt. Das experimentelle Mittel, das wir Ihnen während Ihrer medizinischen Untersuchung injiziert haben, unterdrückt das Schlafbedürfnis. Somit können Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihrem Vaterland zu dienen. Wir freuen uns, Sie in den Reihen der Elite des Staatsapparates begrüßen zu dürfen. Ministerium für Zuweisung. Sehr geehrter Herr Stein. Oh. Mit Freuden teilen wir Ihnen mit, dass Sie zum Hauswirt eines Klasse D-Apartmentkomplexes in der Kruschwitzer Straße 6 ernannt wurden. Ich mag den Akzent jetzt schon. Sie müssen sich sofort dorthin begeben und mit der Arbeit beginnen. Wir haben Ihnen und Ihrer Familie ein Apartment im ersten Stock zugeteilt. Das experimentelle Mittel, das wir Ihnen während Ihrer medizinischen Untersuchung injiziert haben, unterdrückt das Schlafbedürfnis. Somit können Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihrem Vaterland zu dienen. Wir freuen uns, Sie in den Reihen der Elite des Staatsapparates begrüßen zu dürfen. Ministerium für Zuweisung. Okay, dasselbe nochmal in professionell, hat mir gefallen. Ich mag den Sprecher. Ich nehme an, der wird noch häufiger vorkommen. Ist das ein Schweizer Akzent, österreichischer? Ich weiß es gerade nicht. Meine Haare. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Das war eben auch schon der Look, sag ich mal, des Intros, war auch hier, ist das Spiel. Erinnert jetzt auf den ersten Blick ein bisschen an Fallout Shelter. Das ist Ihr Boss, klicken Sie auf ihn, um mit ihm im Gespräch zu beginnen. Oh, das ist mein Gedanke.
Ich dachte, dass er vielleicht jetzt auch redet, aber nein. Im Namen des Ministeriums für Ordnung möchte ich Sie in Ihrer neuen Position willkommen heißen. Wir vertreiben Ungeziefer aus dem Haus. Das geht Sie nichts an. Oh, schon die erste Frage. Geht mich das was an? Oh, soll ich direkt am Anfang Terror machen? Da bin ich wahrscheinlich bei einem sehr schlechten Start. Meine Familie wartet hier. Nein, nein, ich stimme natürlich zu. Ihr Vorgänger kam mit den einfachsten Aufgaben nicht zurecht. Wenn eine Person eine wichtige Stelle besetzt und mit den einfachen Aufgaben nicht fertig wird, kann das nur eine Folge haben. Das hat er absichtlich gemacht und wurde somit zu einem Verbrecher. Ab jetzt unterliegen alle Taten der Mieter ihrer Verantwortung. Und ja, mit alle meinen wir auch wirklich alle. Sie folgen ihnen auf Schritt und Tritt und dokumentieren jegliche verdächtige Aktivitäten. Ups, wenn Sie ein perfekter Hausmeister sein möchten, dann dokumentieren Sie Hobbys, Interessen und sogar Konversationen. Beobachten und aufzeichnen. Überwachungskameras helfen dabei. Wir fangen ganz vorne an. Haben Sie je zuvor einen Wohnhauskomplex verwaltet, Karl? Benötigen Sie meine Hilfe? Oh nee, auf gar keinen Fall. Wobei doch, ich will ihn schnell weghaben, aber natürlich muss ich das Tutorial nutzen. Okay, dann erklär mir doch mal, wie das funktioniert. Das Dienstbuch, die Reiter, Aufgaben. So, gucken wir uns gleich mal an. Sekunde. Es verstößt gegen das Gesetz, kriminellen Unterschlupf zu gewähren oder ihre Taten zu vertuschen. Verdammt, da bin ich schon direkt mit drin in der Scheiße. Sollte ich was beobachten? Die kann man wohl reparieren, okay. Das ist die Menge und die Diversität der Bewohner. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ja, Aufgaben habe ich noch keine. Ich bin ja noch nicht mal so richtig angenommen. Gut, weiter. Laut unserer Dokumente hat Ihr Vorgänger 2 Exemplare erhalten. Sie finden sie in Ihrem Büro, welches sich rechts neben diesem Zimmer befindet. Dann gehe ich da gleich hin. Ist er jetzt... Achso, rechts neben unserem Büro. Ja, okay. Da muss ich erstmal das Büro finden. Ups. Aber hier nehme ich an... Ah! Doch, das ist mein Büro. Da werde ich sitzen die ganze Zeit. Hier habe ich meine Kameras. Also. Also klicken wir Feuermelder, wählen Sie eine Kamera zur Installation. Kurz mal für euch zur Erklärung, ich habe hier das Fenster, dahinter ist eigentlich nicht viel, nur das Geld und was dieses andere Ding sein soll, weiß ich noch nicht. Ich kann mal kurz drüber hovern, wird nicht angezeigt. Klicken Sie auf Feuermelder und drücken Sie Kamera, Papierkorb, um die Kamera zu entfernen. Nö, will ich ja nicht, das ist doch gut so. Hier muss noch eine rein. Nicht genug Kameras. Wahrscheinlich muss ich die auch dann unterbringen. Muss die Leute natürlich beobachten, ohne dass sie es wissen. Reputationspunkte ist übrigens der Kram, ne, von dem ich erzählt habe. Reputationspunkte zeigen Ihren Ruf. Sie bekommen sie für die Erfüllung von Aufgaben. Sie können sie auch zu persönlichen Zwecken nutzen, um die Leute um sich
dazu zu bringen, was sie zu möchten. Was? Um die Leute um sich dazu zu bringen, was sie möchten. Hören, lesen Sie mich gefälligst richtig zu, Sie Volldepp. Sie Allround-Amateur, was ist los hier? Sollen wir Sie ersetzen? Ja, bitte. Leider habe ich einige Sachen im Ministerium zu erledigen. Auf jeden Fall können Sie mich zu jeder Zeit aus unserem Büro über Ihre Privatleitung anrufen und mich alles fragen. Übrigens, Karl, ich empfehle Ihnen stark, den Hörer abzunehmen. Merken Sie sich, wir beide dienen zuvorderst unserem großartigen Volk und die Erfüllung von Richtlinien und Weisungen vom Ministerium ist für uns genauso wichtig wie Brot, Wasser und Luft. Jetzt zum Wichtigsten. Manche Mieter sind gefährlich. Ihre Vorgänger war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Wir hoffen, dass Sie es besser machen werden. Als erstes beobachten Sie die Mieter aufmerksam. Reichen Sie einen Bericht ein, sobald Sie Beweise gesammelt haben. Die Polizei übernimmt den Rest. Unter uns, unser großartiger Staat, kann allen sehr dankbar sein, die ihre Arbeit gut machen. Das Ministerium kann bei Fälschung und Erpressung ein Auge zudrücken, wenn Sie Ihr Ziel damit leichter erreichen. Das ist nicht das, was ich von dieser Arbeit erwartet habe. Ist eine Lüge, denn wenn man doch mal ehrlich ist, wir wissen ganz genau, wo wir sind. Und warum wir hier sind. Es geht um die Familie. Was sollen wir ohne die Familie machen? Eine letzte Anweisung. Der Schlüssel, den ich Ihnen gegeben habe, öffnet jede Tür im Gebäude. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Mieter Ihre Wohnung verlassen haben, bevor Sie sie betreten. Viele Bürger glauben immer noch, dass Ihr Privatleben nur Sie etwas angeht. So soll es auch bleiben. Los, ans Werk! Also, ich rufe das Ministerium an. Oh, ich habe ja auch interessant, ich habe die Kameras in meiner eigenen Wohnung angebracht. Ich kann leider gerade nicht mit dir spielen. Wir haben drei Zimmer. Wir hatten mal nur eins. Außerdem haben wir einen Fernseher. Werden Sie uns den Fernseher wieder wegnehmen, Papa? Nein, 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 Digga. Den behalten wir schön. Oh. Das ist schön. Ihr geht's gut, denn wir haben einen Fernseher. Das kleine arme Kind, ne? Das kann ja nichts für. Aber es profitiert jetzt schon. Es ist jetzt schon ein Profiteur des Systems. Ja, stellvertretend durch mich. Was soll ich auch machen? Oh Gott, was soll ich denn tun? Oh Gott, was soll ich denn tun? Ja, ich werde natürlich alles machen, was von mir verlangt wird, denn mir wurde ja nicht ohne Grund. Ich kann also auch schnell rennen und springen, gut zu wissen. Mir wurde also diese Aufgabe zugeteilt und die werde ich natürlich auch erledigen, ist ja klar. Ich bin ja nicht bescheuert, mir geht es um meine Familie, denn die wird mir wahrscheinlich genommen oder Schlimmeres. So, er mag meinen neuen Job nicht, der mag den Chef nicht. Ja, gute Antwort, Papa. Ja, der wird störrisch, das sieht man schon. Der hat irgendwann keinen Bock mehr, gründet wahrscheinlich hier im Keller eine Rebellion und dann ist im letzten Drittel des Spiels unsere große Entscheidung, liefern wir den Sohn aus oder verlieren wir potenziell die ganze Familie. Natürlich ausliefern, den Sohn. Also ist ja klar, man muss das einfach plus minus, das ist... schlichte Mathe, 16 plus 9. Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, als sie als Sklave zu schopfen. Ja, die Minen sind aber doch gar nicht so schlimm, eigentlich. Hast du mal drüber nachgedacht? Dass das ja irgendwie, dafür kriegst du keinen Regen auf den Kopf. Okay. Was gibt's denn für Neuigkeiten? Was macht dein Studium, seit dass du vor einer Minute beschlossen hast? Ach nee, er studiert schon. Tja. Dieser Platz kostet eine Menge, mein Freund. Hilf mal ein bisschen im Haus, spiel mal ein bisschen mit Martha. Du machst es eigentlich richtig, muss ich jetzt ehrlich sagen. Was ich brauche, ist eine große Tür, eine schwere Holz-Stahltür, was auch immer, hier zwischen meinem Untersuchungsraum und diesem neugierigen Jungen, der ja mir doch so gut geraten ist, fast schon zu gut geraten, möchte man sagen. Achso, ich muss ja rangehen, nicht die ganze Zeit über meinen Sohn philosophieren. Hallo Karl, Sie haben Ihre Hauptpflichten erhalten. Sind Sie bereit für eine Aufgabe? Ja, ich bin bereit für eine Aufgabe. Überwachen Sie Wohnung 2. Jakob Manischek wohnt dort.
Sie können die Kameras im Staatsgeschäft kaufen. Betreten Sie Wohnungen von Mietern nur dann, wenn Sie nicht zu Hause sind, und seien Sie vorsichtig. Okay. Jetzt kann ich zum ersten Mal hier auch... Ich sehe, okay. Das wird später richtig knifflig, wenn man das alles noch verwalten muss. So, ist er das hier? Ich nehme an schon. Gehen wir direkt mal oben rein. Oh. Nein. Das ist doof, weil... Ich muss, die erstmal kaufen. Im Staatsgeschäft. Muss ich dazu raus? Kann ich das hier machen? Ich meine, warum muss ich denn... Achso, ich muss ja erstmal die Räume verwanzen, bevor ich sie auch überwachen kann. Ja, das kommt gleich noch. Zahnbürste, okay. Muss ich das alles... Was muss ich damit machen jetzt? Erhalten Infos über den Besitzer. Okay. Das ist, nehme ich mal an, für mich... So, beobachten Sie ihn, Sie können Kameras im Laden kaufen, durchsuchen Sie Apartment 2, installieren Sie eine Kamera im Apartment 2, sammeln Sie Daten über Jakob, Money, check. Aber wo kann ich hier, ist das hier der Laden, Verordnung der Regierung, Rechnung, oh, es gibt neue Verordnungen, verdammt nochmal. Die Schaffung von politischer Propaganda ist verboten. Ja klar. So, hier nehme ich an, da ist der Laden, Elektriker Tischler Set kaufen. Zwei Kameras, eine. Haben die gesagt, wie viele? Eine Kamera, okay. Jakob Manischek, du wirst nun untersucht werden. Mark Ranek, zweiter. Ey, ich kann doch nicht so schnell, Leute. Lass mich doch mal hier auch erstmal anfangen. Was ist das? Das ist ja geil. Kann ich schön reinlunsen. Aber eigentlich will ich wissen, wer da wohnt. Apartment 2. Okay, das ist es. Geil, da ist keiner. Okay, ganz schnell. Nochmal klopfen. Das ist ja interessant. Ich kann also in der Topfpflanze auch Sachen verstecken. Gut, komm, rauf jetzt, schnell. Schnell die Kamera installieren. So, ich guck noch mal kurz, was er hier so in seinem Bücherregal stehen hat. Ob er da nicht eventuell verbotene Bücher hat. Nee, okay. Also ich bin jetzt schon ein total willfähiger Vertreter des Systems. Ich habe kein Problem damit, hier alles kaputt zu machen und zu untersuchen und für alles zu tun für die gute Sache. Denn ich habe eine Vermutung. Sammeln Sie Daten. Okay. Ich muss in den Keller, oder? Ja. So, Frau, erstmal kurz was essen. Ach so, nee, das ist gar nicht... ist das eine Gemeinschaftsküche hier unten oder was? Das ist ja interessant. Hallo, mein Name ist Karl. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Maria Schimmer. Haben Sie Ihre Familie hierher mitgebracht? Wir sind gerade eingezogen. Es wäre schön, Sie kennenzulernen. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Okay, Dialog beenden. Wir haben uns kennengelernt. Kennenlernen abgeschlossen. 3 von 10 kennenlernen. Würde neu kennenlernen nochmal. So, komm. Über die Arbeit sprechen. Die Polizei hat direkt... Wer sagt das denn? Sagt er das hier? In Handschellen, das hat mir Angst gemacht. Wer war das, Karl? Ach, sie sagt das, okay. Der vorherige Hausmeister, mach dir keine Sorgen. Der hat irgendwas nicht richtig gemacht. Er war seinen Pflichten nicht gewachsen. Was für ein Albtraum. Karl, könnte dir nicht dasselbe passieren? Keine Sorge, meine Liebe. Ich werde ein guter Hausmeister sein. Ja, ich werde natürlich alles richtig machen. Ich bin nicht bescheuert.
Das ist so alles, was du zu mir zu sagen hast. Über die Minen sprechen. Der arme Kerl, der will nicht in die Minen. Ich kann's verstehen. Hast du deine Meinung darüber, Bergarbeiter zu werden, geändert? Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Schon wieder dasselbe, okay. Mit ihr? Was ist mit dir, Martha? Nicht jetzt, Martha. Keine Zeit zu spielen. Spielonieren muss ich. So, jetzt gucken wir mal, was wir über den geheimnisvollen Jakob Manischek herausfinden. Kann ich das nicht benutzen jetzt? Moment. Aber warum nicht? Sammeln Sie Daten. Okay, ich nehme an, nochmal gucken. Nee. Ich glaube, dass ich noch nicht fertig war. Na, meine Herren, meine Damen, okay, ich stehe nur hier rum. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, alles. Oh, okay, also nicht stehen. Kartenspiel und Würfel. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nicht, dass der jetzt kommt. Ist der gerade gekommen? Nee, ne, ist nicht gekommen. Okay, Ranek nur. Der kommt besser nicht, wenn er weiß, was gut für ihn ist. So, ich habe also, weiß, dass er gerne würfelt, also zockt. Aber sonst habe ich das schon durchsucht? Ich glaube ja. Das Bett könnte ich noch durchsuchen. Aha. Hat also Waffen. Er besitzt Waffen, der Herr. Aha. Dann müssen wir aber nochmal nachgucken, ob das okay ist. Im Bett ist nichts. Was gibt es denn noch zu sammeln an Daten? Der hat ja nichts. Der Kerl, der hat doch schon nichts. Der ist doch schon wahrscheinlich ganz am Ende. Soll ich vielleicht noch? Weiß ich nicht. Klicken Sie auf den. Okay. Das reicht schon. Okay. Da haben wir ihn. Den alten Abzocker. Den Glücksspieler. Den Kriminellen. Moment. Na gut, okay. Ich kann ihn auch gleich anschwärzen. Nach Neuigkeiten. Was gibt es denn so? Hilfst du ein wenig im Haus? Spielst du ein wenig mit Martha? Okay, du willst flüchten, wenn man dich in die Mine schickt. Wir haben auch keinen Bock drauf. Hier, arbeiten in der Mine ist hart, aber hoch respektiert. Du wirst mir ein respektvoller junger Mann werden. Ja, siehst du, da kommt die Scheiße her. So. Die Konversation ist beendet. Kann ich denn nicht mit ihr spielen? Kann ich ihr denn nicht mal irgendwie, alle Äpfel müssen vernichtet werden? Es ist illegal, sie zu lagern oder zu konsumieren. Ernsthaft? Äpfel? Würfeln die das täglich, was man jetzt haben darf oder nicht? So, da wird direkt das Ministerium angerufen. Die Nummer wählen Referenz. Okay. Gut zu wissen, da habe ich also nochmal immer kleine FAQs, wenn ich Fragen habe. Die Nummer wählen, eine Aufgabe berichten. Die Nummer. Glückwunsch, Ihre erste Aufgabe war ein Erfolg. Ihre Belohnung $500 und 50 Reputation. Laut unserer Quellen verstößt Jakob Manischek gegen Staatsordnung. Spionieren Sie ihn mit Hilfe der Überwachungskameras aus. Wenn eine Kamera eine illegale Handlung des Mieters feststellt, verändert das Aktionssymbol seine Farbe. Klicken Sie auf das Symbol, um die Beweise der Akten hinzuzufügen. Fügen Sie die gesammelten Beweise Ihrer Akte hinzu. Okay, Beweise sammeln und berichten.
Das geht wahrscheinlich hier, ja. Kriminellen. Ja, aber was hat er denn gemacht? Was genau hat er denn jetzt eigentlich gemacht? Darauf erstmal einen bürokratischen, amtlichen Kaffee. Oh, ja, wie sich das kühle, nee, nicht das kühle, das warme, schwarze Nichts über die Tasse ergießt und gleich in meinen Körper hinein fließen wird. Angereichert mit ein wenig Süßkraft. Von der, was ist das, Birke? Erythrit. Keine Ahnung, ich glaube, es ist von irgendeinem Baum. So. Und noch ein bisschen Vanillemilch, gute Mandelmilch. So viel Zeit muss sein. Währenddessen passieren hier wahrscheinlich kriminelle Aktivitäten. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe Pause. Verstoß gegen. Ja, das ist halt echt jetzt mal eine Frage, ne? Was ist denn damit? Verstoß gegen. Okay, es sind nur Informationen. Also muss ich noch irgendwelche Beweise finden. Männlich, Familienstand, wohnt alleine, Beruf, eine gute Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht muss ich das hier auch gerade gar nicht machen. Nee. Oder doch? Doch. Dafür gibt's doch Kohle. Familienstand, der wohnt doch alleine. Beruf? Mann, ich habe keine Ahnung, was soll ich das denn? Arbeitslos. Wenn er zockt, ist er sicher arbeitslos. Aber wo kommt denn die Kohle her? Das Singen vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten. Also Drogen darf man nicht herstellen, Äpfel darf man nicht lagern und singen darf man auch nicht. Wobei man darf vor dem Ministerium nicht singen. So, jetzt habe ich doch Kohle bekommen. Ja. Jetzt kann ich davon wieder neuen Shit kaufen. Elektriker-Kit, Reparaturset, Tischler-Set. Ja, und eine ordentliche Kamera. So, Beweise sammeln. Weiter Beweise sammeln. Ich würde ja gerne mal auf seine Bilder jetzt, auf seine Kamera, also hier auf die. Vielleicht geht's jetzt? Nein. Auf seine Überwachungsbilder zugreifen. So, einmal habe ich ja schon berichtet. Aber Beweise ist schon ein bisschen schwieriger. Hier, das ist er doch. Mit dem reden wir jetzt mal. Hallo. Hallo. Wir wollen doch mal uns Hallo sagen. Ich bin der Hausmeister hier. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Karl. Ich bin der neue Hausmeister. Da habe ich einen Wettbewerb mit dem Titel Wen interessiert es, wer der neue Hausmeister ist, gewonnen. Ihre Geschäfte sind mir egal. So wie der redet, möchte ich den direkt in den Knast bringen. Wer sind Sie? Achso, das hatten wir schon. Ja, okay, ich kann da. Es ist meine Pflicht, mich um das Haus zu kümmern. Stellen Sie sich vor, Ihre Familie könnte was Schlimmes zustoßen. Alter, du hast dich gerade auf die Top 1 meiner Liste gemacht. Du Drecksack. Gehst du jetzt auch hoch? Oder wo gehst du hin? Da in seine Wohnung. Okay, er geht in seine Wohnung. Kann ich eventuell jetzt gleich mal. Nee, ich hab die Kamera ist einfach zu klein. Mach irgendwas Kriminelles, du Sau. Da hab ich's. Alter, ich hab ihn. Ich hab die Drecksau. Er stellt Drogen her. Okay. Now we got him. We got him. Vorher gehe ich nochmal schnell an die Post. Der Sohn des Leiters der Gewerkschaft für Bergarbeit wurde bewusstlos aufgefunden, nachdem Verbrecher ihn laut Berichten mit Drogen vollgepumpt hatten. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt und rehabilitiert. Also er wurde von Verbrechern mit Drogen vollgepumpt. Ihr Kind könnte das nächste Opfer sein. So, er stellt Drogen her. Da kann ich ja überhaupt nicht mit. Er schreibt über meinen Vater, was genau? Also über mich. Ja, Vater?
erfahren, was passiert. Wieso gehst du um das... Wieso gehst du um das Haus, Patrick? Ist in Ordnung. Erzähl mir, was passiert ist. Dieser schmutzige Manischek hat mich angepöbelt. Er meinte, ich hätte nahe vor seiner Tür gestanden. Ich habe neben der Blume meine Schuhe geschnürt. Er hat gesagt, er bläst mir den Kopf weg, wenn er mich jemals wieder in der Nähe seiner Tür erwischt. Mach dir keine Sorgen, ne? Ich werde ihn der Gerechtigkeit zufügen. Er wird dir nichts mehr tun. Keine Sorge, mein Freund. Auch du wirst bald sehen, was ich für ein Mann bin, der seine Familie zu beschützen weiß. Oh, sie will auch wieder Ärger. Also sie erinnert mich auch gerade daran, dass der Typ da oben Probleme macht. Jakob Manischek, eine sehr unangenehme Person. Unangenehm ist das falsche Wort. Ich bin mit ihm in der Küche allein geblieben und er hat mir so viel erzählt. Dieses Schwein hat versucht, sie zu begrapschen. Das kann nicht wahr sein. Er hat die Art von Gesicht, die dich glauben lässt, er wäre zu allem fähig. Was ist denn, wenn er es auf Martha abgesehen hat? Sie spielt oft neben dem Eingang. Es ist zu unanständig, überhaupt darüber nachzudenken. Was für ein Dreckskerl. Ich werde mich darum kümmern. Okay. Aber da kann ich leider gar nicht auswählen. So. Dieser Mann hat mich geschubst. Ich war auf der Treppe und er... Meine nicht, mein Liebe. Welcher Mann? Der böse Mann in Wohnung 2. Ich werde mich um ihn kümmern, Martha. Er sagt, Kinder sind schlimmer als Ungeziefer. Naja. Naja, aber recht hat er vielleicht auch recht, aber beim Schubsen geht trotzdem nicht. Ist doch schön, können die beiden reden. Der über Radio, sie über Gitarre. Okay. Gelungene Konversation, Kinder. Ich habe alles richtig gemacht. So, jetzt schreiben wir unseren Bericht mit den Beweisen und dann bringen wir den Typen mal schön in den Knast. Der hat's aber wirklich auch faustdick in das Feld Beweise. Ja, okay, Bericht, ne? Profil, ne, das. Jakob Manischek. Jetzt muss ich immer noch gucken. Drogen, 6040. Von heute, oder? Oder ist es die Verordnung vom 2. September? Ist ja eh richtig, beides ist, ja. Okay, das haben wir ja manchmal, zweimal will ja nicht den Falschen irgendwie plötzlich in den Knast schicken. Schlimm ist. Puh, das ging aber schnell. Seid ihr die Post oder was? Ah, okay. Das nur das nochmal, das will ich nicht nochmal hören. So, ich gehe jetzt mit hoch. Will da schön zusehen. Er hat es verdient. So, ich will, dass er mir zusieht. Ich will, dass er weiß, dass ich da war. Ich war es, mein Freund. Na, wollen wir noch quatschen? Bisschen ein kleines Gespräch? Hast du vielleicht noch einen Spruch? Willst du meiner Tochter vielleicht noch irgendwas sagen, du Hund? Warte, mach, schleich dich. Das ist schön. Jetzt ist alles in Ordnung. Die Welt ein Stück besser gemacht. So, jetzt müssen wir erstmal das Apartment reparieren, was der da kaputt gewohnt hat. Ja, Kohle. Okay. Raus mit seinem ganzen Scheiß. Kann ich dann... Okay. Berühmter Herr Chirurg sucht Wohnung auf Langzeit. Ich möchte eine Kammer für ein paar Wochen mieten. Nein, du bist es nicht. Du bist es. Machen Sie mir keine Schande, bauen Sie keinen Mist, mein Freund. Soll ich hier nicht direkt erstmal schon aufmachen?
Kamera installieren? Wäre das nicht besser? Mal eine große. So, Wohnungsübergabe. Was denn? Ich bin der Hausmeister. Was willst du denn? Entschuldigen Sie mal, Alter, ich bin hier in deiner Bude. Das ist doch... Ich muss dir doch die Wohnung übergeben, Mann. Das ist doch völlig normal, wenn der einzieht, dass er der Hausmeister ist. Scheiße. Ja, ist ein bisschen anders gelaufen, als ich das erwartet hatte. Die sind mir alle suspekt hier. Ich fange schon an, keinem mehr zu vertrauen. Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt, darunter Werke von Paul Williams, der vor einem Jahrhundert verstarb. Seine Schriften bezeichnen veraltete Ideen, die erwiesenermaßen unrealistisch sind. Und doch bleiben sie in den Köpfen der Menschen. Das Ministerium glaubt, dass die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Regierung, in der die Menschen freie Entscheidungen treffen können, gefährlich ist und diese in all ihren Formen zerstört werden sollte. Damit ist alles gesagt. Ich schließe mich an. Die Leute sollten mal aufhören, immer so viel nachzudenken. Verdammt nochmal. Das geht mir auf den Sack. Ich denk doch auch nicht nach. Können die nicht einfach mal genauso sein wie ich? Was ist denn bei euch noch los? Er will immer noch nicht. Er macht eigentlich alles richtig. Vielleicht tut er aber auch nur so. Mann, ich kann nun mal nicht. Ich versuche ja immer, mich um die zu kümmern, aber die wollen nichts. Sie reden über die Minen. Okay. Das Ministerium anrufen. Wir brauchen einen neuen Job. Wollen wir doch mal hoffen, dass hier mein neuer Mieter, dass über den irgendwas herausfinden muss. Denn den habe ich jetzt auf dem Kieker. Bin ich mal ganz ehrlich. Den werde ich mir noch zur Brust nehmen. Glückwunsch! 1000 Dollar und 250 Reputation. Bedenken Sie, wenn Sie einen Anruf des Ministeriums für Ordnung verpassen, erhalten Sie ein Bußgeld. Sie müssen sich zu jeder Zeit in Ihrer Wohnung befinden und den Hörer des Telefons abnehmen, wenn es klingelt. Ja, aber ich muss auch die Kameras installieren. Selbst wenn Sie sterben. Verstanden? Ja. Sie sind den Gesetzesbrecher losgeworden. Holen Sie jetzt die Meinung Ihrer Mieter über Schimmer ein. Finden Sie heraus, was andere Leute über ihn denken. Dokumentieren Sie seine Charakteristiken, nachdem Sie mit der Umfrage fertig sind. An die Arbeit. Heimische Probleme. Ich kann keinen Kochtopf finden, der groß genug ist. Ich habe überall gesucht, aber keine Ahnung, wo sie sein könnte. Vielleicht hat es jemand gestohlen. Sollen wir die Polizei rufen? Die Polizei wegen eines alten Kochtopfs anrufen? Nee, denke es gar nicht, denn du musst es in unserem alten Haus gelassen haben. Okay, wenn du meinst, kannst du die Mieter nach dem Kochtopf fragen? Hoffentlich werden sie den neuen Hausmeister nicht ablehnen. Ich werde Kompott für Martha kochen und sie zurückbringen. Und gut, ich frage die Nachbarn nach einem Kochtopf. So. Nach dem Kochtopf fragen, das ging ja schnell. Ich möchte um etwas bitten, können Sie mir einen Kochtopf leihen? Meine Frau will Kompott kochen, aber unser Kochtopf ist beim Umzug verloren gegangen. Ich habe einen passenden Kochtopf. Hier, bitte. Jetzt habe ich ihn. Okay. Ihr Mann und Ehe, sie lebt alleine. Ich mag sie jetzt schon, sie hat mir einen Kochtopf gegeben. Ich muss natürlich noch mit mehr Leuten reden. Aber das war schon mal ganz gut. So. Maria Schimmer aus Wohnung 1 hat uns gerettet. Spare nicht mit Zucker beim Kompott. Letztes Mal war er total wässrig. Er ist total wässrig, weil wir weder Zucker noch Äpfel haben. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Zuckerkarte bekommen hast. Ist das ein anderes Wort für Diabetes? Kopf hoch, mein Herz. Jetzt haben wir genug Zucker. Zucker für immer. Neue Anordnung erhalten. Ständig passiert hier was. So, brauchst du etwas? Ich habe ein Problem, Vater. Was möchtest du?
Die Wirtschaftskurse haben begonnen und uns wurde eine Liste von Büchern zum Lesen gegeben. Die Bücher, die ich für die Schule brauche. Ich war im Buchladen, aber sie haben diese Bücher nicht. Ich habe gehört, dass es auf dem Markt Gebrauchte gibt, aber die kosten ein Vermögen. Kannst du deine Freunde fragen? Vielleicht hat jemand, den du kennst, diese Bücher. Ich arbeite für den Staat. Ich habe keine Freunde, mein Sohn. Du sprichst mit klugen Menschen. Ich überlege, was ich für dich tun kann. So, Bücher. Eine neue Verordnung. Die Verwendung von fremder Währung ist illegal. Es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen oder zu besitzen. Na, die werde ich dir jetzt sicher nicht besorgen. Wenn es die sind. Kann man eigentlich hier jetzt reparieren? So, und schon kann ich mehr vermieten. Gibt aber noch niemanden, der einziehen will. Kann ich gar nicht verstehen. So, mit der Tochter sprechen und Wirtschaftsbücher finden. Das sind meine Aufgaben. Als erste muss ich die Tochter. Hier. Patriotische Geschichten für Kinder. Ich werde hier mal meinen ganzen Kram reinlegen, oder? Aber es ist schön zu sehen, dass man auch Diebesgut oder irgendwelche Dinge bei den Systemfeinden, die man nicht leiden kann, vielleicht platzieren kann. Das ist ja auch interessant. Was ist denn hier? Ach so, sie pennt da ja, ne? Ja, dann will ich sie nicht wecken. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Sohn. Ich glaube, ich muss mal mehr seine Sachen durchsuchen. Tagebuch eines Mieters, persönliche Aufzeichnung, ne, nichts von Interesse, ein Ball. Shit, ich muss immer noch die Wirtschaftsbücher finden. Und mit Schimmers Ehefrau und mit den anderen reden, okay. Na gut, dann gehe ich jetzt mal raus. Vielleicht finde ich ja noch den anderen Kram hier. Genau. Oh. Sie haben meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt. Wir haben auch einen Sohn, er ist genau wie Sie, aber er wohnt in der Hauptstadt. Nach Klaus Schimmer fragen. Nee, ich wollte nach Klaus Schimmer fragen. Macht er Ihnen Probleme? Er ist ein sehr integrer Mensch. Er hat mir geholfen, eine schöne Flasche des Xereswein zu besorgen. Er ist ein Weinexperte im Gegensatz zu ihrem Mann. Ich weiß es nicht. So, was ist denn mit ihrem Sohn? Der Sohn ist ein Chef. Der Mann arbeitet immer schief und verbringt Urlaub mit seiner Angestellten. Mhm. Und Klaus Schimmer haben wir alles schon. Aloysius Spack. hallo, Aloysius Spack. Er ist Arzt und ich habe noch nie, natürlich habe ich gehört. Bitte loben Sie mich nicht, ich habe nur meine Pflicht getan. Ich tue nur meine Pflicht. Das ist super. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas brauchen, ja? Oh, was für Probleme sollte ich haben? Nichts. Sie haben so viel zu tun. Ja, genau wie in deiner Wohnung rumschlawinern. Was sagst du denn? Wie geht es Ihrer Familie? Alles super, danke. Ich wollte gerne... So viel Freude, das ist eine Seltenheit heute. Ich beruhige mich schon. Aloysius... Ich wollte über Folgendes reden. Aloysius, Sie können nicht für die ganze Welt sorgen. Der Staat kümmert sich um uns. Wegen Ihres Nachbarn. Aber nein, ich sorge mich weiter um unsere Nachbarn. Ich meine um alle Menschen. Wissen Sie was? Oh, Entschuldigung, ich habe mich verplaudert. Über Klaus Schimmer aus Wohnung 1. Ich bin hier doch gerade erst eingezogen. Ich habe noch nicht alle meine Nachbarn kennengelernt. Ich bin mir sicher, dass Sie alle gute Menschen sind. Und Ihr Strauß Hina ist auch ein guter Mensch. Klaus Schimmer. Natürlich. Wenn der liebe Herr Schimmer doch nur weniger rauchen würde. Rauchen ist tödlich. Jetzt weiß ich wieder mehr. Ich warte aber immer noch auf Mark Ranek und suche immer noch die Tochter. Sag mal, wo ist die denn? Pennt die ganze Zeit? Das kann ich irgendwie kaum glauben.
Okay, Marc, Ranek und Schimmers Ehefrau. Aha. Jones Papagando. Boatsman auf Code Schule 2-3-4-8-7. Ich bereite mich gerade auf eine lange Reise vor. Wir fahren ins Ausland. Während meiner Arbeit als Praktikant für die Außenangelegenheitskommission werde ich in Ihrer Zelle wohnen. Was für Training? Diese Ausbildung ist verpflichtend für alle. Ich muss aufhören. So, okay. Die Auslandsreise. Er verlässt bald sein Haus. Abfahrt bereit, das Schiff ist bereit. Okay. Wohin geht's? Die Bucht südabwärts nach Schere. Große Handelshafenstadt. Okay, so, das wissen wir jetzt also. Gut zu wissen. Ich rede auch mal mit Anna Stein. Achso, ist meine Frau. Ja, ich habe leider immer noch nicht den dämlichen Kochtopf. Aber im Moment sieht es so aus. Oh Mann, wach doch endlich mal da! Da bist du endlich. Endlich können wir connecten. Ja, komm, doch! Lass doch mal spielen. Etwas ist passiert, Papa. Ich habe Naira verloren. Es ist nirgends zu finden. Wer ist Naira? Das ist meine Puppe. Es ist meine Lieblingspuppe, Papa. Willst du mir helfen, sie zu finden? Du hast mir ganz schön Angst gemacht, Markus. Wo hast du denn zuletzt damit gespielt? Zu Hause. Naira ist zu klein, um hinauszugehen. Finde sie, bitte. Ich glaube, hier die scheiß Blöde auch noch hier mit den Kacke da finden. Ich glaube, Kacke, was bin ich denn? Bin ich der Hausmeister oder bin ich hier der Puppenfinder oder was? Oder hier oder wie oder was? Wo kommen wir denn da? Klaut ihr vielleicht jemand? Jemand klaut, ne? Ihre Puppe fehlt und jemand hat den Kochtopf geklaut. Das ist ja interessant. Okay, was ist denn, was bedeutet das denn jetzt alles? Sind das die Leute, die ich noch... Ah, okay, die Information raucht Pfeife, Weinkeller. Finden Sie Wirtschaftsbücher, Martha hat ihre Puppe verloren. Schaffe ich leider nicht. Aber die Informationen, die ich jetzt gesammelt habe, die könnte ich theoretisch schon wieder abgeben. So, jetzt gehe ich erstmal rein. Scheiße. Hoffentlich kommt da niemand jetzt mit dem... Na okay, muss reichen. Ein sehr kleiner Radius der Kamera. Was kann ich denn hier irgendwas unterbringen? Auch nicht. Dumm, ich stehe hier herum. Doch, ich muss immer noch mit Marc, Ranek und Schimmers Ehefrau sprechen. Aber was soll ich machen, wenn ich sie nicht sehe? Kann ich auch nichts machen. Nein! Du sollst die Tür aufmachen. Komm, mach schnell, 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 schnell! Da packen wir eine Zweier hin. Die lohnt sich. Hoffe ich zumindest. So, wer ist denn hier oben noch? Na, ihr könnt mir vielleicht ja auch mal ein bisschen reingucken, was ihr so macht. Schön die dicken Dreierkameras kaufen. Nur die dicken. Zwei davon. Ah, was ist denn hier? Der hat gemerkt, dass seine Tür offen ist. Scheiße. Schnell noch mal nach einem Wirtschaftsbuch gucken. Jetzt habe ich die falschen Sachen geklaut. Geh zu! Okay, ja. Hallo Rosa Ranek. Wir wollten doch eh noch mal reden, oder? Nee, scheiße. Was ist denn mit ihrem Mann? Dem Systemkritiker.
Ah, mal gucken, ob sie was merkt. Nanu? What happened? Es riecht nach Mann in meiner Wohnung. Nach richtigem Mann. Nicht nach meinem Mann. Was ist denn hier mit denen immer? Ach, sie sucht ihren Scheiß, ne? Und findet ihn nicht. Ja, warum habe ich den auch geklaut? Ist ja schon ein bisschen doof. Aber ich wollte halt gucken, ob es geht. Oh, hier wird ein bisschen geschmult. Ah, da wohnt sicher der Matrose. Da kommt er ja, ne? So, miteinander bekannt machen. Hallo, mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister. Mein Name ist Klaus Schimmer. Sie verwalten das Gebäude, das meiner Familie gehört hat. Einen Hausmeister hat das Haus bereits verschlissen. Ich hoffe, Sie bekommen das hin. Ich tue mein Bestes. Nach dem Haus fragen, nach den Büchern für Patrick, nach den Verdachten der Behörde, nach den Büchern. Sie sind doch ein gebildeter Mann, Klaus. Wo kann ich Lehrbücher für Wirtschaft finden? Die Universität gab meinem Sohn eine Liste von Büchern zum Lernen, aber keiner der Buchläden führt sie. Die Bibliothek ist eine Möglichkeit, aber die Schlange ist immer sehr lang. Oh, das Problem mit der Bibliothek ist mir gut bekannt. Es ist nicht nur die Schlange. Die Bibliothekare sollten sie auch mögen. Wenn nicht, schicken sie einen ohne Erklärung fort. Aber ich kann Ihnen helfen. Ich habe Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Ich wäre glücklich, wenn ich Ihrem Sohn beim Lernen helfen würde. Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben. Zu schade, wie wenige Menschen diese Meinung teilen. Bücher. Okay. Habe ich jetzt. Sie haben meinen Sohn gerettet. Vielen Dank, Klaus. Nicht nur mein Sohn, die Brieftasche auch, wenn Sie verstehen, was ich meine. So, kann ich denn nach dem Verdachten der Behörden fragen, regierungsfeindlichen Tabak verkauft zu haben? Ah, okay, er wollte die Wohnung nicht hergeben. Ja, da muss man natürlich aufpassen. Das ist richtig. Es gehörte meiner Familie. Ich wollte es zu einer Schule für begabte Kinder machen. Doch Charles X. Xavier hatte mir alle Kinder bereits weggeschnappt. Es wurde stattdessen in ein Wohnheim verwandelt. Diese Etage ist ja nicht einmal schlecht. Sie haben die Wohnung in Stockwerk D nicht gesehen. Sie haben recht. Die Situation könnte schlimmer sein. Immerhin sind wir frei. Man kann jederzeit Schach spielen. Das ist doch schon etwas wert, wenn du wüsstest, was du mir gerade alles erzählt hast. Hallo? Möchten Sie reden? Ich habe eine Bitte, eine persönliche Bitte, eine sehr persönliche Bitte. Ich bin ganz Ohr, Lucius. Aufgrund meines Berufs habe ich keine Zeit für ein Privatleben. Es ist meine Bürgerpflicht, die Menschen rund um die Uhr zu retten. Ich weiß, dass man mir das nicht ansieht, aber ich bin sehr schüchtern mit den Frauen. Ich bin verlegen und schäme mich und jeder Teil meines enorm begabten Körpers schwitzt. Was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie Deo? Ihre Frau ist fantastisch, Karl. Sie können gut mit Frauen umgehen. Ich bin einsam. Finden Sie eine Frau für mich, Karl. Ich kann einen Knast für dich finden. Sie werden eine gute Frau für Schlafzimmer. Sie wäre eine gute Frau für Schlafzimmer und die Küche. Hast du gerade gesagt, du stehst auf meine Alte? Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt. Darunter Werken, das haben wir doch alles schon. Das kennen wir schon. Die Bücherverbrennung ist nicht neu für mich. So. Mit dem Sohn. Okay, ich muss echt nochmal mit der Tochter reden. So, hier sind deine Bücher. Wow, ich mache mich an die Arbeit. Solchen Reichtum hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich werde nicht mehr zum Rattennest gehen. Zur Bibliothek, meine ich. Yes, Katschinga. Okay, das haben wir fast. Und ihr seht schon, beides wird so abgewogen, ne? Die elterlichen Pflichten. Ich muss verhindern, dass mein Sohn zum Rebell heranwächst, nehme ich an. Und meine Tochter zu einer Hausfrau. Ich weiß nicht, was ich verhindern muss hier. Aber auf jeden Fall muss ich parallel eben auch noch mich um die Wohnung kümmern. Mit Mark Ranek sprechen. Mann, warum ist die so. Warum ist der so schwer zu. Wo ist der denn? Der hat so ein Ausrufezeichen, das irritiert mich.
Sonderangebot. A thousand fish. Da kann ja jeden. Finden Sie mir. Ich kann das nicht. Nach der Essensqualität fragen. Das, ich nehme es. Ich werde versuchen, all Ihre Konserven zu verkaufen. Okay. Die Kiste kostet 3000. 50 Dosen. Dafür kann ich aber doppelten Gewinn machen, ne? Ja, aber 3000 habe ich nicht. Aber ich habe die doch gar nicht. Okay, ich muss die 3000 später abgeben. Das heißt, wenn ich die nicht schaffe zu verkaufen, kann ich ihn einfach rausschmeißen lassen. Das ist aber interessant. Okay. So. Hoffe nur, dass ich hier den Rannik und so nochmal finde. So. Oh Gott, den müsste ich ja jetzt auch. Er hat mich gebeten, eine Freundin für ihn zu finden. Ich habe ihn jetzt halt viel. Das habe ich doch alles gemacht. Die Puppe muss ich halt noch finden. So. Da habe ich leider noch nicht alles. Aber kann ich nicht auch einfach für die ganzen Mieter hier die Informationen, die ich habe, die einfach mal Klaus Schimmer. So, zum Beispiel. Klaus Schimmer lebt in der Wohnung. Welche war das? 1. Ist ein Mann, Familienstand, wohnt mit Maria Schimmer zusammen, ist vom Beruf Apart ehemaliger Besitzer. Tja. Tabakverkäufer? Das ist ja Quatsch, ne? Arzt ist doch der andere. Muss ich echt den Beruf angeben? Jetzt sag ich halt einfach mal Tabakverkäufer. Das kann, glaube ich, nicht stimmen. Importiertes Mineralwasser verboten, die Verwendung fremder Währung. Okay, das kenne ich noch. So, wen haben wir denn noch? Was haben wir denn noch über Leute rausgefunden? Über sie haben wir gar nichts. Über den Arzt auch noch nichts. Mark Ranek. Wohnung 3. Mann, promovierter, respektierter Angestellter. So, wen habe ich doch? Ich habe doch bestimmt noch einen, oder? Irgendwo habe ich noch einen. Ihr, der Matrose, der Matrose. Kann ich was über uns? Habe ich Sachen über uns herausgefunden? Nee, okay. So. Das sieht eigentlich ganz geil. Schön auch, dass man einen Erpresserbrief erzeugen könnte. Das ist schon irgendwie ganz cool gemacht. Ja, mit Mark Ranek sprechen. Was möchten Sie von dem Archivar? Erlauben Sie mich, mich vorzustellen. Mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister des Gebäudes. Mark Ranek ist ein angesehener Archivar. Ich muss in dieser ekelhaften Wohnung leben. Ich hoffe, Sie bringen hier alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes tun. Strengen Sie sich an. Sie brauchen es mehr als ich. Du bist sowas von dran. Mit dem werde ich auch nach Klaus Schimmer fragen. Ich wollte mich bei Ihnen über Klaus Schimmer erkundigen. Warum wollen Sie das wissen? Das ist meine Aufgabe. Ich habe Klaus Modelliermasse im Geschäft einkaufen sehen. Sie haben keine Kinder. Ich dachte, es war ein Geschenk. Und danach habe ich gesehen, wie er die Kiste in Papier wickelte und heimgerannt ist. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Jetzt habe ich tatsächlich Informationen rausbekommen, wenn ich jetzt nur mit Schimmers Ehefrau reden könnte. Oh, hat er seinen Bus verpasst, ne? Über Einsamkeit sprechen.
Aber wen? Ich habe keine Freundin für sie gefunden. Das ist wirklich grausam. Warum hast du das gemacht? Okay, die sind alle arbeiten. Das heißt, für mich ist jetzt die Zeit gekommen, hier Shit zu installieren. Habe ich mal ein bisschen Kram gekauft. Ich muss sagen, das macht sogar ein bisschen Spaß, die alle zu durchsuchen und ihren Kram zu klauen. Oh, Softdrinks. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist ein verbotener Gegenstand. Seltene, antike, moderne Münzen, falsche Währung. Furchtbar, mein Freund. Oh, jojojojo, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich muss dich wahrscheinlich einfach anzeigen. Gucken wir mal, was du noch hast. Eine Sache reicht dir eigentlich schon, ne? Ich könnte mir auch einfach den Ausweis stehlen und dann halt sagen, er hat keinen Ausweis. So. Kommt doch jetzt nicht alle zurück, oder? Doch. Rosa Ranek. Oh, scheiße, die kommen alle zurück. Okay. Wo ist denn Schimmers Ehefrau? Ich bin mir nicht sicher, wo seine Ehefrau ist überhaupt. Ist die überhaupt da? Schimmers Ehefrau, da habe ich sie. Drei Stunden hätte ich noch gehabt. Na, endlich. Hallo. Wie geht es Ihrem Mann? Er schien verstimmt zu sein. Er fühlt sich nicht gut. Er hat ein Paket mit einer Filmspule bekommen. Klaus fotografiert gerne. Okay, das habe ich alles. Die Puppe werde ich echt nicht mehr wiederfinden, oder? Wer könnte denn die Puppe haben, sag mal? Ich will sie ja gerne finden, aber ich weiß einfach nicht. Ich habe das Gefühl, jemand klaut. Vielleicht waren die Puppe da drin, ja. Das kann natürlich sein, dass die hier irgendwo Socken, drei blaue Socken, eine rote Socke. Ja, dann. Was ist das denn für eine zwielichtige Person? So, wir sind gleich fertig. Mach kurz noch diese Geschichte und dann werde ich noch einen Bericht schreiben. Geil. Okay. Der will die Dosen kaufen. Das ist ja perfekt. Dann habe ich ja richtig Geld, wenn das klappt. So. Und eine Freundin für Aloysius. Wo soll ich denn hier Frauen finden? Die haben doch alle ihre Partner, die wohnen doch alle mit ihren Partnern zusammen. Na gut, mir soll's recht sein. Oh, Bericht schreiben.
So, gegen was verstößt er denn alles? Modelt gerne, macht Fotos. Das sind ja eigentlich keine schlimmen Sachen, ne? Scheiße. Das hätte ich machen müssen. Philologe. Passt irgendwie am besten. Aber eigentlich ist er doch Rentner. Profil abgelehnt, inkorrekte Daten, Beruf des Mieters ist falsch. Scheiße. Gab sogar Ärger dafür. Ja, aber warum ist er dann wirklich Tabakverkäufer oder was? Nein. Der ist tatsächlich Tabakverkäufer. Okay. Verboten, Jeans zu tragen oder zu verkaufen. Das wird ja immer absurder. Wie viel Schaden hat das eigentlich gemacht? Bußgeld 100. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt schließen wir noch ganz schnell hier ab. Was ist denn bei Anna Stein? Ich bin doch hier. Schokosüßigkeiten. Sie will halt jetzt Süßigkeiten. Nein, Süßigkeiten sind garantiert, bevor ich hier zurückkomme, sind die verboten. Und dann ist die Scheiße am Dampfen. So, wir machen kurz noch den letzten Anruf, einmal noch ein bisschen die Props abholen und berichten. Zeit zu handeln, Kamerad Karl. Sie müssen Klaus Schimmer zwangsräumen. Über Schimmers Frau nachfragen? Was wird mit seiner Frau passieren? Es ist uns egal. Tun Sie, was Sie für das Beste halten. Über Zwangsräummethoden nachfragen? Wie kann ich Schimmer zwangsräumen? Sprechen Sie mit Schimmer. Für uns wäre es in Ordnung, wenn er auszieht. Aber es wäre besser, wenn Sie über ihn berichten, sobald er eine Anordnung missachtet. Das ist Ihre Pflicht, Kamerad Karl. Ich verstehe. Wir sprechen uns später. Also jetzt kann ich entweder dafür sorgen, dass er wegen irgendwas gefasst wird und dafür kriegt er dann richtig Kohle. Oder ich könnte einfach mit ihm reden und ihn versuchen umzustimmen, einfach auszuziehen. Mann, schade. Ja, so. Huhuhu. Wir machen hier an der Stelle mal Pause. Ich muss sagen, das war durchaus sehr interessant. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Hat mich doch jetzt länger beschäftigt und mir Spaß gemacht, als ich es erwartet hätte. Hier wisst ihr mehr oder weniger schon, ihr habt jetzt schon das meiste gesehen, das Spiel spielt sich in diesem Areal ab, aber es entwickelt sich natürlich immer weiter und ich nehme an, dass es auch moralisch noch interessant wird. Ich glaube durchaus, dass unsere Familie da auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. In irgendeiner Form werden wir sie immer riskieren zu verlieren oder vielleicht sogar den Sohn an die Gegenseite oder so zu verlieren, dass er selbst irgendwann systemkritischer wird und wir müssen uns da wahrscheinlich dann irgendwo entscheiden. Also ich muss sagen, das war ein tolles Ding. Ich habe jetzt aber auch genug Beholder. Es gibt auch Beholder 2. Ich klicke jetzt nochmal hier auf den Button. Komm, wir gucken mal kurz rein. Da ist Beholder 2. Was sagt der Trailer? Hören wir kurz mal rein.
Das ist auf jeden Fall ein guter Trailer eigentlich. So ein bisschen wie die Diktatur Stasi-Variante von Lord of War, dem Intro. Verschwendung. Also schönes Intro in natürlich in Relation zu dem, was passiert, aber echt schön gemacht und ein interessanter zweiter Titel, den ich mir auch durchaus nochmal angucken würde, einfach um zu schauen, was da eventuell anders jetzt ist. Oh, schön. Ja, klar. Indiana Jones-artige Lagerräume voller Akten über exakt die Sachen, die wir gerade gesehen haben. Aber ist es jetzt doch nur der erste? Ich raff's nicht. Warum steht hier Beholder 2? Dsch, dsch, müsste doch jetzt eigentlich kommen. Genau, okay. Gut zu wissen. Da sieht man, es sieht ganz anders aus. Es hat jetzt eine andere Optik. Und ist auch, Mann, da habe ich echt eine ganz alte Version gespielt. Das wusste ich gar nicht. Aber das kann man heute gar nicht mehr so genau sagen. Lustig. Werde ich irgendwann mir auch nochmal holen, glaube ich, und werde auch Beholder 2 dann irgendwann nochmal spielen. Vielleicht hat euch das ja hier gefallen und dann sehen wir den nächsten Teil auch nochmal. Also, ob der erste oder zweite, ist eigentlich egal. Beides macht Spaß. Guckt's euch an. Wir sehen uns zum nächsten Mal, wenn wir etwas derartiges spielen, hier bei Let's Play.